Und da wären wir auch schon wieder. Es ist so ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, vergangen. Die Maschinen haben fleißig gearbeitet. Ich habe die Kisten zwischenzeitlich abgerissen, damit ich nicht aus Versehen zu viel von irgendwas produziere. Und wir haben jetzt unsere 5 Speed-Module 3 und unsere 5 Grün-Module, was auch immer das waren. Effektivität, genau. Und ich kann jetzt meine MK2-Rüstung bauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein, zwei Sachen, die mir zwischenzeitlich aufgefallen sind. Zum einen dauert es ewig lange, bis neue Chips rankommen. Also, wie ihr hier sehen könnt, unten rechts, keine roten Chips. Absolut keine. Das ist nicht so gut. Und wir haben mal wieder ein arges Problem mit Plastik und auch Schwefel. Also Schwefelsäure. Das heißt, sie brauchen einfach mehr Öl. Oh, Angriff, mal wieder. Turm wird beschädigt. Wir haben keine Mauern mehr. Mauern mehr? Warte mal. Das ist nicht gut. Wo war unsere Maueranlage? War irgendwo hier. Hier ist immer noch kein Licht. Das geht auch nicht. So. Also Maueranlagen müssen wir hinbekommen. Wir müssen, während wir rumballern mit unserer MK2-Rüstung und die Welt zerstören, das hinbekommen. Du stell mal her, Mauer. Wir müssen es hinbekommen, dass wir ein Ölgebiet sichern. Also, zum Beispiel. Da sind nur zwei. Da sind zwei. Das hier könnten drei sein. Oh, das ist relativ nah dran an Erz 2. Also theoretisch könnten wir hier noch einen kleinen Öl-Vorposten machen. Wobei ich mir nicht so wirklich sicher bin, wie viel wir davon wirklich brauchen. Also was wir brauchen werden, um diese Welt unser eigen nennen zu können, werden erstmal jede Menge Alien-Artefakte sein, damit wir die Forschung weiterbekommen können. Und das Ding selber zu bauen ist ja auch irre aufwendig. Ich gucke mal ganz kurz. Das da. Genau, 50 Speed-Module 3. Ich habe jetzt eine Stunde gebraucht für 5. Das heißt, wir werden unsere Fabriken weiter ausbauen müssen. Das heißt, wir werden wieder mehr grüne Chips herstellen, wir werden mehr rote Chips herstellen, wir werden damit mehr blaue Chips herstellen. Und für die blauen brauchten wir. Was braucht man für die blauen? Nimm, 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 Schwefelsäure. Also doch wieder Öl. Naja, erstmal toben wir uns jetzt aus mit der Rüstung. Ich hoffe zumindest, dass wir uns damit austoben können. Wo ist sie denn? Da. MK2. So, so. Ach so, ist das Zeug jetzt. Ja, das Zeug sollte erstmal raus. So, Zeug ist draußen. Jetzt das da aufmachen. Du kommst auf jeden Fall rein. Ja, werden angegriffen, das ist nicht so gar nicht so wichtig. Batterien laden schon mal auf. Gut. MK2-Schilde. 1, 2, 3. Davon hätte ich gerne noch einen. Haben wir genug Ressourcen für noch ein MK2-Schild? Ja, bauen bitte. Dann haben wir noch irre viel Platz. Also das Laufding muss auf jeden Fall rein. Richtig. Und Lasertürme. Wir könnten noch eine Menge Lasertürme reinhauen. Solarpanels, nie. Nie, 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 nie. Ein zweiter Fusionsreaktor. Weiß nicht. Brauchen wir das? Also wenn wir jetzt die ganze Seite hier voll machen würden mit MK2-Schäden, dann würden wir wahrscheinlich einen zweiten Fusionsreaktor brauchen. Aber jetzt erstmal nicht, denke ich. Du, da rein. Ich muss mir auch vor Augen halten, dass. Wie viel Schutz hast du jetzt? 10, 20, 10. Wie viel hattest du? 7, 15. Ja, sind jetzt 2, 3% mehr Schutz gegen physische Angriffe zum Beispiel. Ist jetzt nicht so viel mehr. Also wir sind jetzt nicht plötzlich im Gottmodus. Wir können jetzt nicht uns in eine riesige Basis reinstellen und sagen, komm, haut mich, haut mich. Dann werden die uns hauen und wir sind tot. Aber es dürfte trotzdem leichter gehen. Allein schon durch den einen Schild mehr. Ich hau schon mal die Dinger da rein. Dann.
Was brauchen wir für noch einen Fusionsreaktor? Hey, in Artefakte. Hey. Und 100 blaue Chips. Die blaue Chips haben wir auch nicht mehr. Ah, weil ich zwischenzeitlich das, glaube ich, ausgestellt hatte. Damit wir mehr rote Chips überhaben. Was machst du mit dem blauen Chip da? Da kommt ein blauer Chip schon mal angeflogen. Nom, 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 nom. Nö, ist nicht aus. Arbeitet nur tierisch langsam, weil nicht genug Schwefelsäure da ist. Okay, also den zweiten Fusionsreaktor können wir erstmal knicken. Was wir bauen könnten eventuell demnächst wäre... Ich baue schon mal die 7. Wäre noch ein MK2-Schild. Und für die Batterien brauchen wir Batterien und für Batterien brauchen wir Schwefelsäure. Also es geht nichts dran vorbei, wir brauchen mehr Öl. Okay. Das heißt, ich laufe nach Osten und guck mich da mal. Mauer dahin. Und guck mich mal da um, wo das Öl sein soll, also im Osten. Warum meckerst du die ganze Zeit? Ah, schon so weg. 5 Türme schießen, okay. Das sieht gut aus hier mit den Türmen. Oh, das sieht aber nicht gut aus hier. Die Dinger sind schon alle. Ganz schön viele von denen sind schon alle. Ja, gut. Aber wir haben mehr als genug Kupfererz noch im System. Wir haben auch ziemlich viele Kupferplatten und das ist alles okay. Ist das da? Ja, der kleine Knubbel da ist unsere mögliche Ölbasis. Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Theoretisch könnten wir auch ein bisschen erforschen gehen. Guck gerade mal, was fehlt uns. Ja, rote Chips kriegen wir hier draußen nicht. Oh, wir können das Nachtsichtgerät reinhauen. Sieht zwar doof aus. Und ja, sind 3 Felder. Mit 78, 70 und 108. Nee. Ich laufe jetzt erstmal da hinten hin und töte was. Guff, gute neue Rüstung ist. Danach gehen wir zurück zur Basis, sorgen dafür, dass wir genug rote Chips haben für noch ein MK2-Schildmodul. Und dann ziehen wir los und suchen irgendwo eine Stelle, wo so 4, 5 auf einem Haufen sind, so ähnlich wie hier bei uns unten. Und da bauen wir dann eine neue Basis. Währenddessen stellen die Maschinen bei uns zu Hause alles mögliche neue her. Okay, ja. Bauen wir ein bisschen Munition. Weil mit einem Magazin kommst du da nicht weit. Gut, dass ich da drauf geguckt habe. Medium weiter. Ich kann hier nichts sehen bei dem grünen Kram, was ist. Au. Jetzt kann ich gar nichts sehen, weil es eben alles so hell war. Du, dahin. Können wir nicht irgendwie die Sonne anschalten mit genug Strom? Menno. Einen kleinen Fusionsreaktor in die Luft fliegen lassen, also mit einer Rakete hochfliegen lassen, in der Luft explodieren und dann haben wir ein bisschen Licht. Also wäre auch Ressourcenverschwendung, aber hey. Oh, da kommen sie alle. Piu, 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 piu. Stimmt, ich habe ganz meine Schulterkanonen vergessen. Ja, alle hinter mir. Spawner kaputt, Spawner kaputt. Spawner kaputt. Oh, es geht richtig gut. Ah, Batterien sind alle. Oh. Ja. Definitiv. Zweiter Fusionsreaktor. Sonst wird das nichts mit dem Gegenanschild regenerieren. Ja, also 30 Alien-Artefakte nach Hause bringen und noch 60 blaue Chips. Und die Schulterkanonen verbrauchen jetzt die Energie, die ich normalerweise für Schild bekommen hätte. Rocket Shooting Speed. Moment mal, brauchen wir das überhaupt? Ja. Rocketry, Rocket Shooting Speed 5. Hau rein. Oh.
Bisschen was können wir auch brauchen. Okay. Alter, Raketenwerfer ist doof. Oh, da ist noch ein Spawner über. Mist. Lauf. Komm, Schulterknochen, ladet euch schneller auf. Ne, so wird das gar nichts. Schulterkanonen, geht mal raus, raus. Zehn Raketen, das könnte sich genau aufgehen. Oh. Ne, noch ein Spawner? Ja, noch ein Spawner, okay. Lauf, weg. Nicht zu der oberen Basis laufen. Das sieht gar nicht gut aus, die sind irgendwie... Oh, es könnte sein, dass ihr zwischendurch keine Energie habt für das Laufschnell-Ding. Das ist nicht gut. Oh, okay. Schießen ist auch keine gute Idee. So viel dazu, dass wir jetzt im mit der MK2-Rüstung überall einfach durchstampfen und kaputt hauen und was weiß ich. Also mit dem zweiten Fusionsreaktor dann vielleicht. Denn noch zwei Schulterkanonen. Und die zwei Fusionsreaktoren müssen das dann eigentlich hinbekommen. Dritten Fusionsreaktor würde sogar auch reinpassen. Ja gut, das müssen wir dann gucken. Aber es kostet wieder irre Ressourcen. Ist doof. Sehr doof. So, Türme rettet mich. Und dann brauche ich ganz viel Zeug für Muni. Und es wurde auch schon mal erwähnt, vielleicht wäre es eine schicke Idee, Fabriken zu bauen für die Shotgun-Muni. Und das ist wirklich eine gute Idee. Also... nach Hause, Shotgun-Muni herstellen, Fusionsreaktor versuchen herzustellen, aber ich denke, das wird nicht so schnell. Ja, und dann die Fabriken bauen, die wir brauchen. Irgendjemand schießt irgendwo, ist okay. Skynet ist aus, ja. Dann gucken wir doch mal. So. Für die Fabrik brauchen wir Kupferplatten und Stahl. Kupfer und Stahl im System vorhanden. Stahl 3600, Kupferplatten 20.000. Wäre also okay. Das heißt... oh, die brauchen auch Kupferplatten und Stahl. Dann machen wir aus der Fabrik doch einfach mal kurzerhand das da. Das Ding produziert jetzt Solarplatten und Schrotflintenmunition. Hat nur keinen Platz mehr. Mach bis da. Sollte reichen. Und ich hätte gerne immer Schrotflintenmunition im Inventar. Zwar 100 Stück. Was soll's. So. Also, Munition müsste ich nach und nach geliefert bekommen. Blaue Chips haben wir 71 inzwischen. Das geht fast. Aber ich sollte trotzdem anfangen hier unten. Was? Wo waren die Grünen? Hier waren die Grünen. Hier unten weiter anzusetzen. Also, wir haben genug Kupferplatten. Wir haben genug Kupferdraht. Also können wir noch eine Fabrik bauen. Dafür fehlen 4 blaue Module. Dafür fehlen rote Chips. Ich hasse dieses Dilemma. Wir brauchen das, um das zu bauen. Ja. Oh, und das hässliche 80-Gerät raus. So. Normale Fabrik. Ja, komm, bauen wir eine normale Fabrik. Die können wir später abreißen und benutzen, um die bessere zu bauen. Du dahin. Ja, wir brauchen gleich zwei. Du dahin. Du stellst bitte her grüne Chips. Du stellst bitte her grüne Chips. Grüne Chips, habe ich gesagt, du. Grün. So, ihr braucht jetzt jeweils auch blaue Kisten. Dafür brauchen wir rote Chips. Warte mal. Was? Ah. Und hier fehlt jetzt wieder Plastik.
Barren, damit Rotstifts hergestellt werden können. Okay. Okay, okay. Ich brauche Pumpjacks. 1, 2, 3. Dann brauche ich Röhren, habe ich. 27. Könnte hier unterirdische Röhren legen. Keine Ahnung, ob die angeknabbert werden. Aber nee, auf so eine lange Strecke verliert bestimmt das Ding Druck und kann ich mir auch nicht transportieren. Also nee, es muss eine Bahnverbindung dahin her. Also brauchen wir wieder Lasertürme und Mauern und all so ein Gedöns. Das ist nicht so schön. Also wir hätten gerne Schienen, 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 Schienen.